Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal ML Computers und zwar mit dem ML Gaming PC AMD Ryzen 7 7800X3D RX 7900XT 20 GB für 1999 Euro. In diesem Fall wurde mir das System nicht in den Videovorschlägen vorgeschlagen auf dem Discord, sondern die haben mich direkt kontaktiert und haben gesagt, hey, wir sind neu am Markt, wir schauen deine Videos schon eine ganze Weile, vielleicht hättest du ja mal Lust, unsere Systeme zu zeigen oder ein System, wie auch immer, konnte ich mir auch frei aussuchen. Und ich dachte mir, ja gut, geben wir denen mal eine Chance. Früher oder später wären die eh in den Videovorschlägen aufgetaucht. Aber ich dachte mir, wenn die schon so sind und auf mich zukommen und sagen, schau dir unsere Website an, such dir was raus, dann mache ich es auch. Man muss ja auch ganz klar sagen, wenn es wirklich gut ausfällt, ist es für sie Werbung. Wenn es schlecht ausfällt, ist es irgendwo auch Werbung, weil man hat dann den Namen mal gehört. Aber gut, wir machen das jetzt mal. Schauen wir uns zuerst das Bild an. Das ist einfach das stinknormale Gehäusebild. Also ich sage ja immer, entweder nur das Gehäusebild oder wirklich 1:1 der PC und nicht irgendwas dabei dichten, was gar nicht drin ist. Das machen sie zumindest schon mal richtig, da bin ich fein mit. Und was ich auch schon mal gut finde, das habe ich selbst bei Hightech schon mal gesagt, die schlüsseln hier wirklich alles vernünftig auf. Das macht nicht jeder. Hier stehen sogar die Timings mit dem kompletten Timingsatz, das ist auch selten. Und da wird man auf jeden Fall nicht veräppelt. Die verschweigen halt keine Timings, die verschweigen auch nicht irgendwelche anderen Sachen, die dann halt dabei sind oder eben nicht dabei sind. Finde ich schon mal gut, ist auch sehr übersichtlich. Starten wir mit dem Gehäuse, das ist das Fractal Design Meshify 2 Light RGB Black TG Light Turned Glasfenster. Ich habe schon mal gesagt, dieser Name, ne? Es könnte eine Rakete sein. Aber wie dem auch sei. Wir haben hier schon mal 340 mm Lüfter in der Front und 140er hinten, die RGB beleuchtet sind. Potenziell, wenn ihr eine Wasserkühlung irgendwie reinkonfigurieren würdet oder ihr baut selber ein, dann kommt die oben rein. Hier ist jetzt ein Luftkühler drin, ist aber erstmal Latte. Das hat eine Meshfront, die Lüfter sind mit dabei. Ihr habt ein bisschen RGB dabei, eine Glasscheibe. Ist so ein Case wie die meisten am Markt auch. Ich hatte es selber leider noch nicht im Test, weil manchmal kann ja die Qualität nicht so überzeugen. Aber viele sind Fan von diesem Case und ich denke, dass das auch in Ordnung ist. Und das kostet 132,49 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Den hatten wir jetzt schon sehr oft in den ganzen letzten Videos. Klar, die letzten waren eher so Intel, aber den hatten wir schon tausendmal gefühlt. Guter Prozessor zum Streamen, zum Rendern von mir aus auch. Natürlich gibt es noch bessere Prozessoren in dem Segment, aber gerade zum Zocken mit dem 3D V-Cache ist das ein Top-Prozessor. Was mich persönlich im Moment so ein bisschen aufregt, ist einfach die Tatsache, dass es 467 € sind mittlerweile, die dieser Prozessor kostet. Das spricht natürlich für die Nachfrage. Wenn die Nachfrage da ist, zieht jeder Hersteller die Preise an. Ich meine, der lag mal bei 309 € beziehungsweise hier unten irgendwie 299 € und ist jetzt bei knapp 460. Das macht den Prozessor natürlich nicht schlecht. Nur die 9000er-Serie kommt jetzt auch demnächst. Je nachdem, wie die leistungstechnisch zu erwarten ist, könnte die das preislich einigermaßen wieder senken. Er ist im Moment krass teuer geworden, aber ist halt auch ein guter Prozessor. Und der kostet, wie eben schon angesprochen, 467 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Radeon RX 7900 XT 20 GB. Da wir hier, wie es bei den meisten SEs ist, nicht wissen, was wir genau bekommen, nehmen wir die ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC. Ist jetzt gerade die günstigste am Markt, neben der Hellhound, glaube ich, die ist auf dem gleichen Preislevel. Das ist in dem AMD-Universum die zweitstärkste Grafikkarte. Danach kommt noch die XTX. Und das war's dann von AMD bis jetzt. Ist auf jeden Fall eine gute Grafikkarte für WQAD und auch 4K Gaming, je nachdem, was ihr für FPS erwartet. Schaut euch einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Und ja, man kann mit den AMD-Karten gut zocken. Viele sagen immer Nvidia, Nvidia, aber ich sage euch ganz ehrlich, AMD macht auch einen guten Job, gerade was den Speicher angeht. Davon könnte sich Nvidia wirklich mal eine Scheibe abschneiden. Aber jeder so wie er mag, in dem Preissegment ist sie auf jeden Fall in Ordnung. Und die kostet 668,99 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI B650 Gaming plus Wi-Fi. Der B650 Chipsatz reicht ganz dicker aus für diesen Prozessor und das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein, dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, das bedeutet, braucht ihr WLAN, ist es mit dabei, die Antennen liegen auch mit dabei und Bluetooth für einen Controller oder ihr wollt euer Handy irgendwie über Bluetooth verbinden, geht das damit auch. 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, Netzwerkanschluss. Die Onboard-Grafikanschlüsse könntet ihr potenziell benutzen, nehmt aber bitte die der Grafikkarte. Falls die Grafikkarte irgendwann mal nicht mehr funktionieren sollte, weil die halt einen weg hat, könnt ihr darüber zumindest ein Bild ziehen. Das ist jetzt vom Designpunkt kein besonderes Board. Es ist jetzt auch nicht das beste Board, aber in dem Preissegment ist es okay und ihr habt genug Anschlüsse. Und das kostet 155,41 € bei ProShop.de. Der Arbeitsspeicher G-Skill Flair X5 Schwarz DIMKit 32 GB DDR5-6000 CL30 38 38 96. Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Das wäre ungefähr so, wie wir es auch konfigurieren würden. 6000er RAM ist über der Spezifikation von AMD,
32 GB in dem Preisbereich super und halt CL30, völlig in Ordnung. Jetzt habt ihr natürlich kein schickimicki RGB Bling Bling da drauf, aber so ist es jetzt halt, dafür haben sie sich entschieden. Und der kostet 105,20 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine Lexa NM790 2 TB. Die hat eine Leserate von 7400 MB die Sekunde und eine Schreibrate von 6500 MB die Sekunde mit TLC Speicher. Hatte ich selber schon im Test die SSD, 2 TB in dem Preisbereich auch völlig ausreichend, die ist sauschnell. Ob man das jetzt fürs Gaming unbedingt braucht, weiß ich nicht. Aber wer 2000 Euro für so eine Kiste hinlegt, will auch was Gescheites haben. Und ich kann die durchaus empfehlen. Auch die NM620, das sind solide SSDs. Und die kostet 122,90 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein Seasonic Focus GX 750 Watt ATX 3.0. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und eben vollmodular. ATX 3.0 bringt dementsprechend den 12 Volt High Power Anschluss schon mit, obwohl die AMD Grafikkarte das gar nicht braucht. Bedeutet Umkehrschluss für euch, solltet ihr euch mal irgendwann überlegen, ey, ich will jetzt doch eine Nvidia Karte da drin haben, könnt ihr das über diesen Stecker anschließen, ohne dass ihr solche Adapterkabel oder so da hängen habt. Und 750 Watt reicht auch ganz dicke für das System, gerade weil der 7800X3D so effizient ist, der zieht sich nicht viel Leistung. Also qualitativ und funktional kann ich da gar nicht meckern. Und das kostet 106,89 Euro bei Amazon. Der CPU-Kühler ist ein Deepcool AG400 BK ARGB Schwarz. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass so ein Luftkühler es nicht schafft, den 7800X3D zu kühlen. Doch, das schafft er, weil er eben so effizient ist, habe ich ja eben schon gesagt. Natürlich sehe ich bei einem 2000 Euro System eher eine Wasserkühlung. Allein nur für optische Gründe, so eine 240er hätte da super reingepasst zum Beispiel, aber mit dem funktioniert es halt auch. Was ich ein bisschen schade finde, den gibt es auch mit so einem kleinen Digital-Display, was einem dann die Temperatur vom Prozessor anzeigt, direkt auf dem Kühler. Der kostet glaube ich 6 Euro mehr, den hätten sie ruhig nehmen können. Aber der reicht halt so eben völlig aus. Und der kostet 33,75 Euro bei neon24.de. Laufwerk haben wir keins mit dabei, Service, 2 Jahre Garantie und lebenslanger Support. Okay, was das jetzt alles beinhaltet, kann ich euch nicht sagen, aber 2 Jahre sind einfach Standard. Betriebssystem ist Windows 11 Pro Vollversion installiert und aktiviert. Ist halt das aktuellste Betriebssystem, ist schön, dass es mit dabei ist. Und das kostet 37,40 Euro bei IT Hardpulse. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1830,03 Euro. Und das System kostet 1999 Euro. Da seid ihr jetzt beim Aufpreis von bummelig 170 Euro. Was ich persönlich für einen neuen Player am Markt eigentlich recht akzeptabel finde. Und von der Konfiguration her ist es auch völlig in Ordnung. Da ist jetzt nichts drin, wo ich sagen würde, boah, was ist das für ein Mist, das Mainboard oder Netzteil oder irgendwas. Nein, das ist völlig fein. Ich hätte eher noch eine Wasserkühlung gesehen. Einfach bei dem Preispunkt erwartet man das halt und sieht auch schöner aus. So ein kleiner Kühler da drin, weiß ich jetzt auch nicht. Aber an und für sich Aufpreis okay und Config auch. Auch mit dem RAM, was mich wieder schwer wundert. Weil die meisten, selbst die großen SIs, nehmen gerne mal CL40 RAM. Hier steht er wirklich fest mit allen Timings. Ja, ich weiß, ich hänge mich schon wieder an diesem RAM-Thema auf, aber es ist halt einfach so. Ihr kauft manchmal irgendwie ein Ü-Ei und dann ist halt doof. Ich habe dennoch eine Alternative für euch. Ich weiß, so ein kleiner SI kommt an einen großen wie Dubaro jetzt nicht dran. Aber ich zeige euch einfach mal, was man da so bekommt. Wir haben jetzt hier den Hardware Deals 1700 Edition für 1899 Euro, also 100 Euro günstiger. Wir haben auch einen 7800X3D, wir haben auch einen Luftkühler. Hier ist auch keine Wasserkühlung drin. Auch nicht aus optischen Gründen oder so, einfach nur Luftkühlung, weil die halt reicht. Das Board ist ein Asus TUF Gaming B650 plus Wi-Fi. Also erstmal ist es der gleiche Chipsatz. Das Board sieht in meinen Augen optisch gesehen halt besser aus, müsst ihr aber selber wissen, hat auch noch einen SSD-Steckplatz mehr und hier habt ihr halt auch 7.1 WLAN und Bluetooth, ein bisschen weniger USB 3.0 bzw. 3.1, dafür aber einen USB-C-Anschluss mehr, dafür sind die anderen vier USB 2.0, also beide Boards nehmen sich nicht allzu viel. Die Grafikkarte ist auch eine 7900 XT, es sind auch 32 GB Speicher, 6000er CL30 RAM, auch die gleiche SSD sogar. Das Netzteil hat 100 Watt mehr, ja, kann man mitnehmen, klar. Und das Gehäuse ist jetzt Geschmackssache, hat auch vier Lüfter da drin, keine 140er, sondern 120er, aber ist halt wirklich Geschmackssache bei dem System. Und eben hier auch 2 Jahre Garantie, allerdings kein Betriebssystem. Und schauen wir uns da mal die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU, Kühler, das Gehäuse und das Netzteil, da landen wir beim Gesamtpreis von 1780 Euro und das Ding kostet knapp 1,9. Leistungstechnisch gesehen sind die Systeme jetzt fast gleich, bis auf das etwas stärkere Netzteil, dafür ist hier wieder kein Windows mit dabei. Wenn ihr bei Dubaro Windows mit dabei haben wollt, kostet das glaube ich 150 Euro. Installiert das selber. Ich habe immer diesen Videolink bei mir in der Videobeschreibung, wie man einen USB-Stick erstellt, womit man eben Windows installieren kann. Oder man nimmt eben das System, wo Windows schon drin ist. Müsst ihr selber wissen. Die tun sich beide nicht viel.
reine Geschmackssache. Aber ich finde es krass, dass ein SI einfach mal selber auf mich zukommt und sagt, yo, wir würden uns gerne mal vorstellen, schaust dir mal an, wenn du Bock hast, machst ein Video drüber, wenn nicht, dann halt nicht. Also die haben jetzt nicht da irgendwie gebettelt oder was. Und ich habe es mir angeguckt und dachte mir, Config, gar nicht so schlecht, Preispunkt auch nicht schlecht, mal ein Video drüber machen. Lasst mir eure Meinung mal gerne in den Kommentaren da, was ihr davon haltet. Auch wenn das jetzt kein Videovorschlag in dem Sinne war. Aber vielleicht findet ihr das ja auch mal ganz cool. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mal euch nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.